Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Safety Fan System. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, unser heutiges Thema, wir wollen anknüpfen an das letzte Video und da ging es ja auch teilweise um die hängende Hand, die wir ja in unserem System gerne benutzen. Und da taucht natürlich die Frage auf, inwieweit macht es Sinn, inwieweit macht es auf der Straße Sinn, wo sind die psychologischen Vorteile, ist es gut oder nicht gut? Und da wollen wir euch heute mal einfach ein bisschen was dazu zeigen und erklären. Genau, klingt interessant. Bleibt dran. Willkommen zurück, wie der Peter schon angekündigt hat. Heute war das Thema die hängende Hand von Bruce Lee. Seht das ja ziemlich oft, dass Bruce Lee seine Hand unten hat. Heute gehen wir wirklich mal ganz spezifisch drauf ein. Was ist daran gut, was ist daran schlecht? Macht es Sinn, auf der Straße überhaupt seine Hand hängen zu lassen oder muss man in der Boxerhaltung oben stehen? Das alles zeigen wir euch jetzt mal in dem Video. Vorneweg erstmal zu sagen, es gibt eigentlich keinen perfekten Weg. Das muss jeder wirklich für sich selber entscheiden. Liegt es mir nicht. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn man Leute nach ihrem System beurteilt. Man müsste sehen, wie es sich auf der Straße wirklich hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht? Das ist der einzige Kritikpunkt, wo man geben kann. Klar gibt es verschiedene Stile, wo man sagen kann, okay, ist gefährlich, aber man muss bedenken, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Menschen, genauso gibt es unterschiedliche Arten von Kampfsystemen. Und mittlerweile, die Zeit heute sagt immer nur, es muss Richtung MMA gehen. MMA ist das, der Gott unter allem. Sehe ich ein bisschen anders. MMA hat ganz, ganz viele gravierende Nachteile, weil es ein Kampfsport ist, der eigentlich mit der Straße, sage ich mal, wenig zu tun hat, weil die trotzdem noch ihre Regeln haben, trotzdem noch wissen, es kann ihnen nichts passieren. Es sind wirklich viele Dinge, wo da wirklich noch dazu mit reinspielen. David hat ein gutes Video drüber gemacht, schaut es euch gerne mal an bei ihm. Deswegen heute mal unsere Ansicht auf das Thema, was die hängende Hand wirklich für Vor- und Nachteile hat. Fangen wir einfach mal an, wie passiert es in einer schlimmen Situation, wenn ihr auch in der Adrenalin seid, was passiert? Ihr habt sofort wieder diesen Tunnelblick, wenn euer Adrenalin nach oben schießt. Genauso hat es euer Gegner auch. Der Blick tut sich alles zusammen schon, meistens auf diesem Bereich hier. Ihr guckt euren Gegner in die Augen, ihr könnt vielleicht das noch wahrnehmen. Umso besser ihr Kämpfer seid, umso mehr vom Umfeld könnt ihr wahrnehmen, das stimmt schon. Aber dadurch, dass wir hier stehen, schaut mal, wie weit meine Hand eigentlich von seinem Blickwinkel entfernt ist. Zusätzlich habe ich eine Hand hier, die ihn auch noch beschäftigt. Also es ist verdammt schwierig, allein diese Hand hier schon zu sehen. Okay, jetzt kommt natürlich oft dieses Thema, ja, wenn der Gegner jetzt auf mich zustürmt mit tausenden von Schlägen, habe ich nur eine Hand zum Abwehren. Kann ich sagen, das stimmt nicht. Wenn der Peter jetzt hier kommt mit vielen Schlägen und ich habe meine Hand hier, kann ich immer noch meine Hand hochziehen. Schaut mal, ich habe meinen Ellbogen hier hoch und kann sofort wieder zum Punkt ansetzen. Meine Hand kommt doch von hier aus auch einfach ganz schnell wieder hoch. Das funktioniert. Ganz schnell. Also, das ist Schwachsinn, Leute, die das sagen, dass die Hand nicht mehr hochkommen kann. Ihr seht, es geht verdammt schnell. Zusätzlich, warum es in unserem System wichtig ist, die Hand unten zu lassen, ist, weil wir auch nicht warten, dass der Peter hier tausende Schläge abfeuern wird. Sobald der Peter eigentlich ausholt, schießt unsere Hand sofort hier nach oben. Wir sind sofort auf Angriff. Das heißt, egal wie, was Peter macht, immer sofort hier anzugreifen, hier in den Schwinger reinzugehen oder sonstiges. Wir versuchen gar nicht lange den Kampf hier intakt zu halten, indem wir Aktion gleich Reaktion machen, sondern sofort, Peter versucht mich anzugreifen oder unser Gegner, wir versuchen sofort dagegen zu stoßen. Und wie gesagt, da ist diese hängende Hand einfach genial, weil der Gegner sie nicht wahrnimmt. Und ihr wisst selber, wie das ist. Wirkungstreffer beim Boxen, wenn er nicht damit rechnet, dann haut das Ding viel mehr ein, als wenn er wirklich das Ding sieht. Zumal wir jetzt auch noch auf die Position eingehen. Wir hatten mal ein Video gemacht über die Primärpunkte, ich blende es euch einfach mal ein. Was haben wir hier den stärksten Primärpunkt von allen? Wenn der Peter seine Deckung hochzieht und ich lasse ihn ein Stück fallen und gehe sofort in sein Unterleib, der Kampf kann beendet sein. Oder ich gehe auf sein Solarplexus, Kampf ist beendet. Und so haben wir ganz viele Vorteile von dieser hängenden Hand. Ja, und in der Selbstverteidigung ist es halt auch einfach, also als ganz wichtiger Aspekt muss man einfach sehen, den Deeskalationsaspekt. Ja? Also im Endeffekt, ich warte ja nicht, bis er, wenn der Adrenalin geladen auf mich zukommt, bis er hier ist und mir dann schon die Schläge setzt oder so.
Ja, also ich versuche ja auch aus der Position tatsächlich zu deeskalieren. Ich sage, hey, ist doch gut, alles gut, alles gut. Lenke ihn aber oben ab und letzten Endes kommt dann halt irgendwann, kommt dann irgendwann der Schlag unten rein. Er sieht ihn nicht, er wird ihn nicht sehen. Ja? Also im Endeffekt ist es wirklich auch zu Deeskalationszwecken geeignet. Vielleicht gelingt es mir auch. Sagen, ist doch okay, lass doch, ist doch gut, alles gut. Okay, gut. Ja, also das ist der Idealfall, aber diese Hand nimmt er nicht wahr und die ist schwer. Und wie er sagt, ich kann viele Möglichkeiten, ich habe so viele Möglichkeiten mit dieser Hand. Genau. Wie gesagt, zu einem Nachteil, wo ich am Anfang schon angesprochen habe, der kann vorkommen, wenn ihr es nicht trainiert. Wenn ihr jetzt unerfahrener Kämpfer seid oder unerfahren allgemein seid in der Kampfsport-Kampfkunstszene und ihr fangt gleich mit sowas hier an, stellt euch womöglich noch frontal zu ihm hin und wollt hier jetzt anfangen, mit einer Hand hier zu agieren, natürlich, dann ist euch die Hand hier, seid viel zu langsam, um hier zu agieren. Das heißt, wenn ihr wirklich mal ein bisschen in dem System hier ein bisschen vorwärts kommen wollt, versucht euch zuzumachen. Die Mittellinie besetzen, wie ich schon gesagt habe, und zwar, unsere Mittellinie ist besetzt, schaut mal hier, ist meine Mittellinie besetzt. Meine Hand macht auch die Mittellinie hier zu ihm. Die kann von hier aus einen ganz kleinen Weg, wenn ein Schwinger rüberkommen sollte, auch hierhin gehen. Das passt, das ist gar kein Problem. Aber so trainiert, bleibt ein bisschen hier angewinkelt und dann arbeitet hier draus, hier aus einer ganz lockeren Bewegung. Okay? Und jetzt versucht mal als erstes, einfach nur, wenn euer Gegner mal schlägt, hier zack, abzutauchen, Schlag nach unten setzen. Und von hier aus habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, um in den Unterleib zu gehen, sogar wechselst. Und was das Schöne ist, nach dem Test hier kann ich gleich hochziehen. Warum? Weil er ganz selten seine Deckung so zumachen würde. Das heißt, es geht wirklich verdammt schnell. Bam, bam. Und wie ihr gesehen habt, gebrochen. Und jetzt? Ja, ist wirklich. Deswegen seid auch vorsichtig bei der Übung, weil die ist so verdammt schnell. Und dazu noch mal was gesagt, warum er so schnell ist bei der Geschichte. Er hält sich hier nicht lange auf in dieser Hand und schiebt die weiß Gott wohin, sondern es ist wirklich kurz und knapp, weil letzten Endes genau das möchte er. Da, schon ist er safe. Und deswegen ist die Hand so verdammt schnell. Er konzentriert sich nicht darauf und schiebt mich erst weiß Gott wohin, dann würde das schon schief gehen. Wirklich, kurz arbeitet, kurz und knapp. Und nicht mit voller Power, sondern kurz und knapp. Genau. Und dann ist es schnell, verdammt schnell. Genau. Und warum auch das oft ein Treffer ist, weil wenn ich ihn hier treffe, passiert eins, ich sage ein und kommt euch dann entgegen. Und das ist genau das, warum hier unglaublich viel Kraft dann nachher kommt. Und zumal ich mich hier noch zu decke, auch wenn er mir jetzt weiterschlagen sollte, das interessiert mich nicht, ich habe hier meine Mitte zu. Natürlich kommt hier schon Bums an, aber ihr müsst eins bedenken, ich habe ihn hier auch getroffen. Das heißt, wenn jetzt hier richtig Impuls kommt, fliegt er mir schon fast weg. Und wenn der Nächste dann noch hochzieht, weiß er erstmal gar nicht, was los ist. Und wenn ich jetzt danach setze, habt ihr den Kampf gewonnen. Allein durch den Impuls unten. Also ich bleibe nicht, ich werde niemals auf dieser Linie bleiben und weiterschlagen. Es passiert genau dieses. Und ich zeige es euch gerne noch schneller, auch wenn es mir wehtut. Ja. Im Normalfall passiert sogar das, ja, weil er ist... Er stürmt, er macht, er tut, er wird nicht stehen wie ein Fels. Ja. Er ist auch in seiner Bewegung, ja, und baut vorher Stress auf. Und ja, auch deswegen. Unserer Ansicht her hat es sehr, sehr viele Vorteile. Wie der Peter es auch gesagt hat, psychologisch allein schon ist es schön. Er denkt auch, hey, der Typ ist schon offen und tut die untere Waffe hier eigentlich komplett ausblenden. Das nächste ist halt, wir sind extrem schnell, flexibel, ohne dass unser Gegner eigentlich nur den Anschein hat, dass er das Ding blocken kann. Und so kann man relativ schnell was aufbauen. Ja. Und gut, da werden wir jetzt vielleicht jetzt nicht drauf eingehen, wie ihr das noch optimieren könnt. Das machen wir vielleicht in unserem nächsten oder in einem anderen Video. Aber es gibt da auch selbst hier noch Dinge, wie ihr das Ganze noch dynamischer machen könnt mit der Bewegung. Ja, also da werden wir auch noch drauf eingehen. So. Gerne. Also, dann hoffe ich mal, ist die Frage beantwortet. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Seht ihr das so, dass beide Hände immer oben sein müssen? Seht ihr das so wie Bruce Lee, dass die Hand auch unten sein kann? Schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare, sobald sie noch da sind. Oder in Facebook, je nachdem, was los ist. Würde uns sehr interessieren, weil das ist so ein bisschen ein Streitthema, aber auch nochmal hier nochmal gesagt.
es geht hier gar nicht zum Streiten und nicht zu sagen, ich bin besser als du. Es ist einfach nur anders. Jeder macht ein bisschen was anders. Jeder hat so ein bisschen sein Ziel, wo er verfolgt oder. Und es ist einfach anders. Manche Leute gefällt es, manche Leute gefällt es nicht. Das macht aber nicht die Technik schlecht. Deswegen stellen wir die Frage im Raum und was uns gefällt, muss euch noch nicht gefallen. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde trotzdem immer, man nimmt überall ein bisschen was mit und ich denke, dem einen oder anderen gefällt es vielleicht sogar und denkt, ja, okay, kann ich was mit anfangen, ich probiere es zumindest mal. Und dann übers Probieren sieht man auch, ey, gar nicht so schön. Genau. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Peter, ja, wenn du einen gekickt hast. Das tut mir echt leid. Vielen Dank an euch. Kurs, ne? Ja, genau. Vielen Dank an euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt auch gerne mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben und wir sehen uns.